Hallo ihr alle da draußen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von GTA 4 The Ballad of Gay Tony. Ja, in der heutigen Folge werden wir die 15 Base Jumps machen, denn die haben wir in der letzten Folge freigeschaltet, indem wir die Mission High Dive bei Yusuf gemacht haben. Ihr seht ja hier auf der Karte die ganzen Fallschirmsymbole. 15 sind das an der Zahl und die werden wir jetzt alle machen in dieser Folge. Und dann haben wir außerdem in der letzten Folge auch noch die Mission, also die Fortsetzung Block This gemacht, wo wir dem Celebinator so ein bisschen Angst gemacht haben, indem wir ihn aus dem Helikopter gestoßen haben und ihn dann noch aufgefangen haben mit dem Fallschirm, sodass er eben so eingeschüchtert ist, dass er seine Infos da nicht irgendwie, ja, veröffentlicht. Und ja, war so ziemlich eine gute Heranführung an die ganze Fallschirmgeschichte hier in der letzten Folge. Und deswegen dachte ich mir, wäre es an der Zeit und es würde auch perfekt passen, jetzt hier einfach mal weiter damit zu machen. Und ich habe gehört, es gibt verschiedene Sachen. Man muss von Gebäuden springen oder mal aus Hubschraubern. Das hier wird wahrscheinlich ein Sprung aus dem Hubschrauber sein. Schauen wir einfach mal. Ach, wir werden nach oben gebracht. Okay. Mach den Fallschirm auf und gleite durch die Checkpoints. Okay, wir müssen durch Check... Ich habe echt keine Ahnung, wie das hier abläuft. Benutze die Maus, um dich umzusehen und drücke linke Maustaste, um zu springen. Ach, Leute, ist das hoch hier. Im Real Life habe ich ja Höhenangst, aber im Videospiel ist es egal. Machen wir einfach. Ich hoffe, das ist jetzt gut. Wir müssen durch die Ringe auf jeden Fall. Ansonsten kann ich das alles nochmal wiederholen. Achso. Jetzt müssen wir da runter. Ja. Ich habe mir gedacht, wir machen das von der linken Insel. Zur rechten arbeiten wir uns voran und dann immer halt, und dann dachte ich mir halt so von Norden nach Süden immer. Das müsste passen, oder? Nein. Nein. Den habe ich nicht bekommen, oder? Shit. Irgendwie hätte ich auch gedacht, dass das in diese Richtung geht, aber es ist in Richtung Norden. Naja, gut. Gleiten. Wahrscheinlich, weil ich nicht durchgeglitten bin, oder? Scheiße, jetzt... Nee, jetzt habe ich komplett verkackt, oder? Oder? Auch nicht. Ja, gut. Das ist jetzt natürlich... Es ist der erste Versuch. Ja, wir haben ja genug Zeit, um die alle zu machen. Also, das ist halt... Ja. Ich versuche einfach, alle zu schaffen. Und dann... So, es dauert halt so lange, wie es lange dauert. Ich muss sowieso erstmal ein Gefühl dafür kriegen, das wird auch nicht klappen. Also das hat ja nicht so ganz geklappt jetzt. Es ist so, da steht sogar so ein Typ. Ja und jetzt, ach so, jetzt genau in der Dings da landen. Ja, wie soll ich das denn jetzt noch machen? Ja, okay. Base Jump gescheitert. Ja gut, das hat nicht funktioniert. Dann würde ich sagen, sehen wir uns doch gleich nochmal wieder und dann versuchen wir es einfach nochmal. Es ist ja... Der erste Versuch jetzt gewesen. Jetzt habe ich ja ungefähr ein Feeling dafür. Ich hoffe, beim nächsten Mal klappt's. Bis gleich. Okay, auf ein neues. Ja, nochmal bitte. Ja, können wir überspringen? Kennen wir schon. Okay, jetzt kommt nochmal ein Ladescreen. Alles klar. Hallo? Ah. Ich springe einfach raus. Okay. War nicht gut. Dreh noch mal eine Ehrenrunde. Muss ja wirklich durch alle Checkpoints so ein bisschen durchgleiten, ne? Jetzt geht's ja gleich nach hinten. Okay, das hat schon mal nicht geklappt. Ist der nicht jetzt schon gescheitert, wenn ich durch einen nicht durchkomme? Oder wann gilt der als gescheitert? Das ist echt nicht einfach, Leute. Muss man richtig gut abpassen hier, dass man da... Ja, der hat geklappt. Aber... Teilweise... Weiß ich nicht. Habe ich da noch nicht so ganz den Dreh raus, muss ich ganz ehrlich sagen. Der könnte... Passen. Nein. Nein, 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 passt nicht. Ne, nein. Ne.
Ja, das ist natürlich... Das wäre natürlich schon schwer jetzt für mich, wenn ich jetzt hier alle... Also durch alle durchfliegen müsste. Wird aber meiner Meinung nach schon Sinn ergeben. Dass man da alle erwischen muss. Weil sonst ist es ja nicht vollständig. Oder ist das hier auch prozentual? Und jetzt muss ich noch in dem Dings da landen, ne? Bäm. Zählt der? %. Ich meine, da steht jetzt Helikoptersprünge. 1 von 5. Das heißt wohl, das zählt. Okay, man muss nicht perfekt sein. Ist natürlich wahrscheinlich... Ja, also kann man das machen, muss man aber nicht. Ist aber auch absolut nicht mein Ziel dann, wenn man das so machen kann. Okay, Leute. Dann sehen wir uns gleich beim nächsten Basejump wieder. So, Leute. Jetzt machen wir diesen Basejump hier. Und was mir aufgefallen ist, wenn man einen Basejump gemacht hat, dann sind die Symbole, also wo man schon war, so ein bisschen... Ja, grau. Dann kann man das ganz so gut erkennen, welche man bereits gemacht hat. Und, wunderbar. Weil ich hatte nämlich auch so die Befürchtung, dass man eventuell da selber raufgehen muss auf ein Gebäude. Aber hier unten ist auch eine schöne Markierung. Dann gehen wir da nochmal rein. Ja, okay, das macht die Sache wesentlich einfacher. Mach einen Basejump auf das fahrende Fahrzeug. Das hört sich wie ein Laster an. Okay, und die Räder drehen sich nicht. Der gleitet einfach nur so ein bisschen. Okay. Weiß ich nicht. Du tust es für die 100% Wertung. Ist doch klar. Da hinten ist das da hinten. Oh, was habe ich... Diese Render Distance ist einfach mega, ne? Ihr seht von hier die Fahrzeuge. Man sieht so die Lampen von den Fahrzeugen. Also... Oh! Okay. Let's go, Leute. Wir müssen auf diesem Laster da landen. Also diesmal nichts mit Checkpoints durchfliegen und sowas. Ich fand das echt gar nicht so einfach. Aber scheinbar reicht es ja aus, wenn man am Ende, also bei einem Helikoptersprung, so auf so einem Dings landet. Also wenn man auf dem... in dem Kreis landet. Bam. Geil, oder? Ist nicht perfekt. Aber ich sag ganz ehrlich, 2 von 15 geschafft und damit haben, ist es soll erfüllt, würde ich sagen. Zielsprünge gibt's auch noch. Hallo? Ich dachte wohl... Achso, er ist jetzt gestorben, weil er den... Ja gut, Augen auf beim Eierlauf, sage ich dann nur. Und dann mal auf zum nächsten Basejump. Okay, hier haben wir den nächsten Basejump. Und ich hoffe jetzt inständig, dass wir nicht in dieser Schubkarre da landen müssen. Das wäre echt... wahrscheinlich nicht. Okay, was ist denn hier? Das ist die Feuerwehrwache. Aha. Das kann ja alles sein. Das hier machen wir, simulieren wir jetzt eine Feuerwehrübung oder sowas. Oh. Mach den Fallschirm auf und glide durch die Checkpoints. Achso, also wieder so ein Helikoptersprung. Boah, das sieht so schön da unten aus. Also, ich weiß nicht. Besonders da hinten sieht das schön aus, Leute. Guckt euch das mal an, ey. Das ist wirklich ziemlich schick. Das hier unten sieht so ein bisschen mir zu grau aus, aber... Probieren wir es mal. Wir wissen ja mittlerweile, wir müssen nicht unbedingt durch die Checkpoints... Aber wenn wir sie mitnehmen, dann... Ich meine, sie geben mir im Endeffekt auch die Richtung vor, wo dann auch das, der Kreis am Ende ist. Wo wir drin landen, wo wir, ja, drinnen landen müssen. Deswegen sind die gar nicht... Sollte man sie schon in gewisser Weise so ein bisschen beachten. Aber was ich jetzt schon festgestellt habe, die gehen ja ganz schön flott von der Hand. Das heißt, es wird keine so überlange Folge, wie ich jetzt vielleicht befürchtet habe. Was ja auch nicht schlimm gewesen wäre, weil ich muss sagen, die machen echt Spaß hier bisher. Ah, reicht das? Müsste. Yes, das hat sogar gereicht. Wo ist denn jetzt der nächste? Ach, da unten. Hui. Gut, dann werde ich mal versuchen, so ein bisschen... Ja, so ein bisschen so. Das ist echt cool, dass sie das hier eingebaut haben. Das muss ich jetzt schon mal sagen. Das hier, ich meine, es gab schon immer Fallschirme. Aber hier haben sie nochmal das neue Element reingebracht mit den Basejumps und so. Das ist echt cool. Dass sie sich da für The Ballad of Gay Tony nochmal was Neues haben einfallen lassen. Also ich weiß ja, dass es das in GTA 5, glaube ich, auch gibt. Da bin ich aber nicht genau, nicht so sicher, aber ich
kann mir das gar nicht anders vorstellen. Warum sollten sie das nicht mit eingebaut haben? Und jetzt wahrscheinlich da irgendwo in dem Kreis landen. Ah, da. Okay. Einfach nur im Kreis landen. Patz. Geschafft. 100% sogar. Ja, ich habe alles mitgenommen. War ja irgendwie abzusehen. Wenn die jetzt noch mit eingebaut hätten, dass man genau in der Mitte landen muss, wie bei GTA San Andreas, bei der Flugschule, dann das wäre heftig gewesen. Zum Glück haben sie es nicht, aber es ist ja auch sowieso unerheblich, weil es geht mir ja nicht darum, die 100% zu erreichen, sondern nur die Sprünge zu machen. Gut, Leute. Ich würde sagen, jetzt geht's mal auf die andere Insel, wie ich das sehe, und dann machen wir den nächsten Base-Jump. Ja, hier werden wir unseren vierten Base-Jump machen. Und warum flackert das hier gerade so? Naja, egal. Da hinten scheint es zu sein und ich könnte wetten, entweder... Ja, auf dem Gebäude wahrscheinlich nicht. Also wird es wahrscheinlich wieder... Hier ist ein Helikopterlandeplatz, also ist ja eigentlich wahrscheinlich offensichtlich, dass wir jetzt wieder mit einem Heli irgendwas machen. Ja, klar. Genau, gleite durch die Checkpoints. Ich finde, ich habe auch die perfekte Zeit dafür gewählt, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil am Tag, ich meine, ist auch schick, aber in der Nacht, wenn man so die Gebäude funkeln sieht, das hat schon mal so einen eigenen Flair, finde ich. Ich finde, das hat schon Style. Und das schaffe ich nicht. Nee, egal. Wie gesagt, müssen wir nicht unbedingt. Ist nur wichtig, dass ich jetzt gleich... Oh, da unten. Oh, landen wir auf Happiness Island eventuell? Das finde ich eigentlich einerseits cool, andererseits nicht, weil ich... Weil ich halt immer mit dem Taxi zum nächsten fahre. Mich fahren lasse. Wo ist denn gerade der Checkpoint? Ich sehe den gerade nicht. Bin ich blind? Wo ist der? Ach da! Och, du Scheiße! Ja, gut, ich hab den hier weiter unten erwartet. Jetzt, nee, das wird leider nix. Aber egal, Leute. Wen interessiert das? Wichtig ist nur, dass wir das hinkriegen. Ich drehe nochmal eine Ehrenrunde. Eine Ehrenrunde. Und dann müsste das doch eigentlich gehen, oder? Ja, so Pi mal Daumen, ja, könnte klappen. Schick aus. Könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. So in der Nacht. Na? Der wird doch jetzt wohl zäh kommen. Den gönnt er mir auch nicht. Also das Spiel ist jetzt gerade ein bisschen, also ja, okay. Dann halt nicht. Kann ich auch nicht ändern. Der aber. Und jetzt auf der Happiness Island landen. Du Scheiße, das ist jetzt aber ein bisschen... Das ist fies. Vor allem will ich das auch nicht failen, weil das dann halt immer so... Komm, aber da kann ich ja sogar gegen die Wand... Ach du Scheiße. Nein! Scheiße, nein! Och nee, Mist! Ah, den müssen wir nochmal machen. Bis gleich. So, auf ein neues. Diesmal muss es aber besser klappen. Würdest du das bitte akzeptieren? Danke. Ja komm, mach einfach weiter. Juhu! Vielleicht nehme ich ja diesmal wirklich mal ein paar Checkpoints mit. Wenn nicht, auch kein Beinbruch. Tut ja nicht weh. Wichtig ist nur, dass ich dann in diesem Kreis lande und ich weiß jetzt auch... Das ist halt der Vorteil jetzt am zweiten Versuch. Ich weiß ja jetzt, wo die Endmarkierung ist. Die ja dann auch darüber entscheidet, ob der erfolgreich ist oder nicht. Und das ist ja jetzt schon ein Vorteil gegenüber dem ersten Versuch. Oh, Flugzeug. Du fliegst doch jetzt nicht durch unseren Ring, oder? Nee, das ist weit genug weg. Na cool, dass man hier auch Flugzeugen begegnet. Ich weiß gar nicht, ist die einzige Methode, so ein bisschen im Kreis zu fliegen, um so ein bisschen Zeit zu schinden? Ist das die einzige Methode oder gibt es noch irgendeinen Knopf, den ich hier nicht drücke? Der aber... sehr effektiv ist bei sowas. Ich weiß es nicht. Achso, man kann sich nach vorne lehnen. Ah, wieso mache ich das denn nicht? Das hätte ich mal machen sollen. Ich dachte immer, ich kann nur so machen und entweder normal stehen oder so machen. Aber man kann sich auch noch nach vorne lehnen. Das hätte mir eben den Versuch retten können. Oh, ich das mal... Ah, jetzt... Okay, alles klar. Sehr gut. Das wird mir jetzt hier den Versuch retten. Ich glaube, ich mache trotzdem eine Ehrenrunde. Dann kann ich es besser abpassen. So, jetzt kann ich da ja eigentlich so...
Ja, ein bisschen so machen. Und dann sollte das eigentlich easy peasy gehen. Yes. Oh, das war aber am äußersten Rand. Am äußersten Rand. Naja, wir müssen ja nur noch 2 Helikoptersprünge machen. Zielsprünge haben wir noch gar nicht gehabt. Ich bin mal gespannt, wann die kommen und was das für welche sind. Naja. Sind wir mal gespannt. So, Leute. Hier haben wir unseren nächsten Base-Jump. Und der ist hier wahrscheinlich hinter diesem Bus. Ich habe jetzt noch nicht nachgeschaut, aber wahrscheinlich wird es so sein. Ja, da ist er. Ist das vielleicht der erste Zielsprung? Mach einen Base-Jump auf das fahrende Fahrzeug. Achso. Ist das wieder so ein Truck, oder? Ja, ist wieder so ein Truck. Ich meine, das ist doch nicht schlecht. Ich meine, da hat eine große Fläche, wo man drauf landen kann. Why the fuck do you do this, Lopez? So, wo haben wir denn den? Ich weiß nicht mal, wo der fährt da hinten. Da unten fährt er. Ja, der ist ziemlich langsam da unten, wenn er das ist. Tief durch haben wir nur dann. Es gibt übrigens auch ein Achievement dafür, dass man den Fallschirm sehr, sehr spät zündet. Ich weiß nicht, ob ich das mal probieren soll. Ich meine, man kann es ja mal versuchen. Ich meine, ich bin überhaupt nicht auf die Achievements aus. Überhaupt nicht, aber man könnte es ja mal versuchen. Wenn es ein Fail wird, ist es halt einer, aber ich meine, die sind hier geschenkt, wirklich. So, der 5. ist geglückt. Dann würde ich sagen, verlieren wir keine Zeit und gehen direkt zum 6. rüber. Hier werden wir unseren 6. Base-Jump durchführen. Ich finde das jetzt schon mal cool, dass der 7. auch direkt in der Nähe sein wird. Aber jetzt machen wir erstmal den hier. Guck, was wir tun sollen. Mach einen Base-Jump auf das fahrende Fahrzeug. Ach so. Dachte gerade, die Sequenz ist ein bisschen anders, aber da unten sehe ich doch diesen Truck schon wieder. Is this really how I get my kicks? Ja. Sollen wir das mal versuchen mit dem Fallschirm spät zünden? Also auslösen, zünden, hört sich an, als wäre das so eine Bombe oder so. Ach, das war dumm. Weil wir wollen ja die Base-Jumps auch schaffen. Ich meine, hier wäre es ja nicht schlimm, weil wir ja direkt in der Nähe sind. Das sollte ich wirklich vielleicht machen, wenn wir durch sind. Ich meine, die kann man ja auch wiederholen. Aber erstmal geht es mir jetzt darum, die überhaupt mal zu schaffen. Vielleicht machen wir das am Ende mal, wenn ich noch Lust habe darauf. Okay, den haben wir geschafft. Dann gehen wir mal rüber zum 7. Ja, wie eben schon erwähnt, ist der 7. direkt daneben. Hör auf zu flackern, verdammt. Egal, komm, machen wir einfach. Hier ist die Markierung, wir gehen einfach rein, gucken, was wir tun sollen. Mach einen Base-Jump auf den Checkpoint. Das ist also ein Zielsprung. Also ist ein Helisprung eigentlich eine Kombination aus Checkpoints machen und Zielsprung. Alles klar. Okay, wir machen das. Let's go. Jetzt genau da drin landen, ey. Genau in dem Kreis landen. Genau in dem Kreis landen. Ist auch gar nicht so schwer. Easy. Bam. Kein 100%, aber doch, 100%. Wunderbar. Ist unser erster Zielsprung. Okay, so sind die also. Ist ja auch easy peasy. Dann würde ich mal sagen, verlieren wir keine Zeit. Gehen direkt weiter zum 8. Base Jump. Ob ihr es glaubt oder nicht, Leute. Ich habe mich da jetzt wirklich mit dem Taxi hinfahren lassen. So faul bin ich. Aber wie dem auch sei, das ist der 8. Base Jump. Und da sieht doch schon mal schick aus hier. Das Gebäude. Und wir sollen mal wieder auf einem Checkpoint landen. Jetzt natürlich tags. Ich fand es in der Nacht besser. Es sah cooler aus, fand ich. Aber gut, wir müssen natürlich die Uhrzeit so nehmen, wie sie kommt, ne? Vor allem, wenn man alle am Stück machen möchte, ist ja klar, dass man hier, ja, jede Uhrzeit mal mitnimmt. Okay, let's go. Das sieht gut aus. Und jetzt einfach nur in den Checkpoint gleiten. Ganz entspannt. Ganz locker, ohne Aufregung. Einfach hier
perfekt in der Mitte landen, wie sich das gehört. Na gut, nicht ganz die Mitte, aber passt schon. Also es kommt nicht auf die Genauigkeit in dem Ring an, sondern auf die Zeit wahrscheinlich, ne? Genauigkeit ist 100%, also ich bin nicht ganz in der Mitte gelandet, aber gut, ich nehme das mal so mit. Dann mal auf zum nächsten Base Jump. Dort haben wir den Base Jump Nummer 9. Und ich weiß nicht, das könnte ziemlich wild werden hier, weil ich hier den Kran sehe, aber ich glaube, der ist nicht hoch genug, um von dem abzuspringen. Wird wahrscheinlich was mit dem Gebäude hier zu tun haben. Oh, die sehe ich schon, da oben geht es ja ganz weit hoch. Wahrscheinlich wird es so sein, oder? Wir springen aus einem Heli. Auf das fahrende Fahrzeug. Von dem Gebäude, von Get Alive. Why the fuck do you Ach du Scheiße. Mit einem Motorrad. Junge, 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 das ist ein ganz schön cooles Equipment. Deinem roten Fallschirm und deinem Helm und deinem schicken Bike. Das macht schon einiges aus hier. Holy shit, Mann. Tschüss, Bike. Wisst ihr, Leute, was heftig gewesen wäre, wenn wir jetzt mit dem Bike auf dem Truck gelandet wären? Aber ich glaube, es geht gar nicht, oder? Ich könnte jetzt auch fail sein, weil ich das mit dem Bike machen muss. Habe ich es richtig gemacht? Ich habe es richtig gemacht, okay. Es hätte ja auch sein können, ich weiß gar nicht, ob sowas möglich ist, dass wir den Fallschirm zünden und dann aber auf dem Motorrad sitzen bleiben. Ich weiß gar nicht. Vielleicht probiere ich das beim nächsten Mal aus, wenn wir nochmal so einen Jump haben. Aber jetzt gehen wir erstmal zum nächsten rüber. Als nächstes kommt der 10. Base Jump. Und ja, sag mal, was ist denn jetzt aktuell mit der Karte los? Das gibt's ja gar nicht. Egal, egal, egal. Hier ist das Gebäude und wir gucken mal, was wir zu tun haben. Aha, mach einen Base Jump auf den Checkpoint. Von wo springen wir denn? Von dem Gebäude da oben? Ah, da steht er schon, da sieht man ihn schon. Is this really how I get my kicks? Na klar, das ist der echte Kick. Leben wie Larry. Auf geht die Fahrt. So. Das ist ganz schön weit, ne? Ganz schön weit entfernt von dem Gebäude. Da darf ich mich jetzt nicht verkalkulieren hier. Wobei ein Fail hier, wie gesagt, nicht schlimm wäre. Wir sind nicht weit weg von dem Gebäude. Wir können es einfach normal machen. Also es ist eigentlich... Ja. Es ist nicht weltbewegend hier, was ich jetzt hier so mitbekommen habe. Die bisherigen waren jetzt alle nicht so wild. Da fand ich die mit dem Heli immer noch am schwersten. Weil es halt wirklich dann auch... Ja. Weil man nicht direkt gesehen hat, wo man am Ende landet. Und das kann einem so ein bisschen irritieren. Aber jetzt, wo ich das rausgefunden habe, dass man sich auch nach vorne neigen kann... Ja, das hilft mir natürlich schon enorm. Und dann würde ich mal sagen, geht's zum nächsten Base Jump. Jetzt ist der 11. Base Jump an der Reihe. Und der ist nämlich hier. Und ja, von dem Kran da hinten werden wir wahrscheinlich nicht mehr springen, denn den haben wir ja im Laufe der Story zerstört. Aber wahrscheinlich von diesem Gebäude hier. Vielleicht haben wir wieder aus einem Heli. Okay, ist der Checkpoint der Brunnen? Ach so, ich dachte genau auf die Spitze des Brunnens. Nee, nee. Also da daneben ist so halt so ein Checkpoint, den haben wir ja schon gesehen im Hintergrund so ein bisschen. Da unten sieht man ihn ganz, ganz klein. Wenn ihr auf dem Handy guckt, dann werdet ihr es wahrscheinlich nicht sehen. Da sieht man es jetzt da unten. Bei den Bäumen, da zwischen den beiden Bäumen da. Na gut. Probieren wir es mal. Könnte man vielleicht mal so ein bisschen... Ah, das wird wahrscheinlich nicht reichen für das Achievement. Also da muss man wirklich aufs Ganze gehen. Und dass ich, ob ich das machen möchte. Vielleicht am Ende mal einmal versuchen oder so. Just for fun. Aber erstmal hier unser Business erledigen. Diesmal nur 90%. Ich war wohl nicht genau genug. Naja, ist mir auch egal. Auf, weiter geht's mit dem nächsten. Hier werden wir unseren 12. Base Jump durchführen und muss gerade mal gucken, ist das hier beim Krankenhaus oder? Ja, tatsächlich. Nicht, dass wir den Krankenwagen hier danach brauchen, nach dem Sprung. Ich hoffe mal nicht. Mach einen Base Jump auf das fahrende Fahrzeug. Ist damit etwa das Boot gemeint? Und da ist schon wieder so eine Rampe, dass ich denke, wir sind auf einem Motorrad. Ja. Junge, Junge, Junge.
Achso, drück F, da steht da sogar. So, und jetzt auf dem Boot landen. Das ist ja eigentlich auch geschenkt, wenn man mal ehrlich ist. Das Boot kommt ja kaum vorwärts. Hey du, ich lande dir genau auf dem Kopf. Okay, hast nochmal Glück gehabt. 10% Genauigkeit. Zählt ab. Okay. Er denkt sich einfach so, muss los, alles klar. Hat wohl Feierabend, ja. Schönen Feierabend dir. Wir sind aber noch nicht fertig mit unserer Arbeit. Wir machen jetzt weiter mit dem nächsten Base Jump. Nun machen wir den 13. Base Jump. Und den haben wir nämlich hier. Und das ist bei diesem 24LC-Gebäude. Und das sieht ja auch schon ganz schön hoch aus. Also, mal gucken, was wir machen sollen. Okay, mal wieder auf den Checkpoint. Ich weiß jetzt gerade nur nicht, wo der sein soll. Da. Einfach in der Mitte der Straße. Dann hoffe ich mal, dass in dem Moment da kein Auto dran vorbeifährt. Ja, das ist, für die Klicks machst du das, ist doch klar. Für die Klicks. Genauso wie die Roofer das auch machen für Aufmerksamkeit. Die klettern auch ohne Sicherung auf Gebäude. Einfach für den Kick und für die Klicks. Und für den Fame. Und das müssen, sollten auch deine Beweggründe sein, Luis. Denn das ist alles, was hier zählt in GTA. In der Stadt. Das ist ja wohl eine 100, oder? Das ist eine 100%. Das heißt, die letzten beiden sind jetzt tatsächlich Helikoptersprünge. Also zum Ende hin wird es jetzt nochmal echt knifflig. Ich hoffe, ich krieg das hin. Werden wir gleich erfahren. Weiter geht's mit dem nächsten. Okay, Leute. Hier haben wir den 14. Base Jump. Und wir sind in der Nähe vom Airport. Da bin ich jetzt ziemlich gespannt und habe auch so ein bisschen Angst, muss ich ehrlich sagen. Also erstmal habe ich Angst, dass wir eventuell Sterne bekommen, wenn wir in der Mitte des Airports landen sollen. Was natürlich sein kann. Und ich weiß nicht mal, ob das hier richtig ist, wo ich hier lang gehe. Ich gehe hier einfach mal hoch, Leute. Was haltet ihr davon? Das scheint, glaube ich, richtig zu sein. Ja, stimmt. Die startet man ja immer bei dem Helikopter, der jetzt hier gerade nicht vorhanden ist. Aber das Spiel wird mir sicherlich jetzt hier einen spawnen. Beziehungsweise wir sind einfach in der Luft dann. Ja. Nee, das hat mir deutlich besser gefallen bei Nacht. Das... Nee. Is this really how I get my kicks? Scheinbar. Anders geht's nicht. Wo ist denn überhaupt der Checkpoint? Ich sehe den nicht mehr. Ach, da unten. Shit, das habe ich viel zu früh gezündet. Das ist nicht gut. Oh, jetzt können wir sogar sehen, ansehen, wie ein Flugzeug landet. Wenn ich da jetzt gleich mal ein bisschen rüberschwenke. Ich muss mich aber auch auf meinen Checkpoint konzentrieren. Aber ich will aussehen, wie das da landet. Oh, da sieht man es jetzt ein bisschen. Ach, da ist es schon gelandet. Das andere, das landet da jetzt wohl nicht, ne? Ne, ist abgehoben. Abgehoben. Abgehoben sind die. Beim Airport. Alles abgehobene Menschen. Oh, klappt das? Das sollte sogar klar gehen, oder? Da sind die... Da sind die Bonuspunkte, Leute. Da sind die Bonuspunkte. Das sind die Bonuspunkte, die man einfach mitnimmt. Für das extra Cash. Was wir absolut nötig haben aktuell. Wir nagen echt am Hungertuch. Das kann man nicht anders sagen mit einem Vermögen von 400.000 Dollar. Aber das Geräusch war eben ein bisschen anders. Habe ich das doch irgendwie gefailt oder so? Aber ich habe das. Ich bin doch durch den Checkpoint geflogen. Was? Hä? Das war doch wohl richtig, oder? Da werden wir gleich sehen. Im Endeffekt zählt es ja eh nur am Ende in dem Kreis. In dem Kreis zu landen ist ja auch alles egal davor. Aber ich will es trotzdem versuchen, die mitzunehmen. Jetzt wieder der Nachteil, ich weiß nicht, wo wir landen sollen. Okay, das geht klar. Easy. Und bam. So. Ist das ist der weiße Balken da unten? Ist das ein... Fortschrittsbalken, weil er doch am Ende so ein bisschen schwarz hat. Ich glaube nicht, oder? Na egal. Gehen wir mal weiter zum letzten Base Jump. Okay, es ist Zeit für den letzten Base Jump und dafür musste ich nochmal richtig weit laufen hier. Ich musste den ganzen Weg entlang laufen, hier bis hier. Und ja, wir wissen ja schon, dass es ein Helikopter-Jump wird, also ich bin mal gespannt.
Okay. Wo sind die Checkpoints? Direkt unter uns ist der erste. So, machen wir doch mal so. Das ist der erste Checkpoint. Das flackert da unten aber auch. Der Strand ist ein wenig zu hell, habe ich das Gefühl. Ich meine, ich habe das Spiel sehr hell eingestellt, aber nicht maximal hell. Also, normalerweise stelle ich die immer maximal hell ein. Die GTAs, wenn ich hier aufnehme. Also auf meinem Channel. Eigentlich immer maximal, in dem Fall nicht, weil mir das zu extrem war. Aber gut. Das ist wahrscheinlich heute auch ein echt sonniger Tag. Okay, also ich darf da wirklich nicht so durchfliegen. Habe ich das Gefühl. Immer wenn ich das mache, kommt so ein Fail-Geräusch. Okay, alles klar. Also wirklich durchgleiten und nicht die Füße nach oben ziehen. Das ist dann wieder richtig. Okay. Warum auch immer. Das Spiel will es scheinbar. So ist mir auch egal. Dann mache ich das halt einfach. Wo sollen wir jetzt landen? Das ist jetzt die... Ach, da. So, Leute. Das ist unsere Zielgerade. Das ist der letzte Jump. Den wir jetzt auf jeden Fall für die 100% machen müssen. Bam. Das war's. Abwärts. Alle Base-Jumps gefunden und abgeschlossen. Also von gefunden kann ja nicht die Rede sein, weil die wurden ja auf der Karte angezeigt. Also da war gar keine Suche nötig, aber gut. Ist ja auch nicht so wichtig. So. Was wir jetzt machen können, ist tatsächlich einmal zu versuchen, das Achievement zu bekommen. Ich würde tatsächlich einmal versuchen, das zu machen. So jetzt als grüner Abschluss, aber ich versuche es nur einmal. Und ob ich es schaffe oder nicht, das sehen wir dann. Ich versuche es einmal. Und dann, wenn es nicht klappt, dann ist das Pech. Dann ist schade, aber... Dann ist das eben so. Wir machen einmal den hier, würde ich sagen. Weil ich will sowieso dann in der nächsten Folge bei Yusuf weitermachen, denke ich mal. Oder bei Tony, muss man mal sehen. Aber ich möchte auf jeden Fall zurück auf diese Insel. Deswegen macht das schon Sinn, da jetzt einmal... Einmal dahin zu düsen. Oder hinten düsen Thanks. Zu lassen. So. Und dann würde ich sagen, versuche ich einmal mein Glück. Wenn ich sterbe, ist das so. Wir können aber vorher einmal auf die Prozente schauen. Wir haben jetzt 63,8. Das hat auch wieder, glaube ich, 2,5% oder so in etwa gegeben. So genau weiß ich das jetzt auch nicht. Aber gut. Der Sprung, der dient ja jetzt nur dazu, ja, den so spät wie möglich zu zünden, ohne dass wir sterben. Okay. Ich versuche es einfach mal. Kann sein, dass wir drauf gehen. Es wird auf jeden Fall sehr, sehr spät sein. Sehr, sehr spät werde ich den zünden. Das war aber jetzt schon. Das hat nicht gezählt. Möchte ich aber jetzt nochmal versuchen. Wir sind sowieso hier in der Nähe. Ich versuche noch ein, zwei Mal vielleicht noch. Muss also noch später als das. Und das war schon extrem spät, meiner Meinung nach. Also da hatte ich schon echt Angst, dass ich draufgehe. Okay. Einfach nochmal versuchen. Spring. Okay. Holy shit, das war... Aber echt spät. Reicht aber nicht. Ist mir aber auch nicht so wichtig, weil es ja auch gar nicht zum 100%-Projekt irgendwie dazugehört. Und deswegen muss ich das gar nicht unbedingt machen. Na egal. Wir haben die 15 Base-Jumps gemacht. Das ist das Einzige, was zählt. Und ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Und wenn das der Fall sein sollte, würde es mich wie immer freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei sein würdet. Und bis dahin sage ich mal ciao. Bis zum nächsten Mal. Peng.